So, wir kommen zurück zu Mass Effect 2. Wir gehen weiter zur Klinik. Aber wir gucken uns erstmal nochmal in Ruhe um. Weil ansonsten, wenn ich hier was vergesse, dann gucke ich mich nochmal hier in aller Ruhe vorbei. Die Tür ist dort offen, da gucke ich mal jetzt mal nach. Weil ansonsten vergesse ich hier wirklich sehr viel wertvolle Sachen und so weiter. Wie zum Beispiel hier das Element Zero, wieder eine Ressource, das ist die höchste Ressource. Noch eine Tür. Interessant. Hey, was habe ich gesagt? Wir haben die Sachen gefunden, sie gehören uns. Ah, vergessen Sie es, hier liegt nur Müll rum, ist ja schlimmer als das letzte. Was machen Sie in diesem Apartment? Haben Sie diesen Turianer getötet? Was? Der Typ, der auf dem Boden? Nein, um den hat die Seuche sich gekümmert. Wir machen nur eine vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. Die Toten bestehlen. Das ist ziemlich niederträchtig. Wozu die Aufregung? Die werden nichts davon vermissen. Wir beweisen hier lediglich ein wenig Unternehmergeist. Die Seuche betrifft Menschen nicht, also können wir doch einen Vorteil für uns rausschlagen. Außerdem, wenn wir es nicht nehmen, holen sie es die Watcher oder die Blue Suns. Besser wir als die, oder nicht? Schluss mit der Plünderei. Sonst? Wollen sie uns erschießen? Diese Seuche wird nicht ewig dauern. Wenn die Blue Suns zurückkommen, wird es sie nicht freuen, dass sie ihr Revier plündern. Naja, vielleicht finden sie es ja nicht raus. Schließlich gibt es keine Zeugen, die es ihnen sticken könnten. Sind der Kram von einem toten Turianer und ein paar Credits das Risiko denn wirklich wert? Wir wollten nur ein bisschen schnelle Kohle machen, aber so wie Sie es darstellen, war es wohl doch keine gute Idee. Wir haben sowieso kaum was Wertvolles gefunden. Vermutlich haben Sie recht. Es ist die Mühe nicht wert. Kennen Sie einen Salarianer namens Morden Solis? Ja, den kenne ich. Hab eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn Sie dahin wollen, brauchen Sie jede Menge Munition. Dort wimmelt's nur so von Blue Suns und Watcher. Wir müssen gehen. Natürlich. Wir bleiben nur eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Keine Sorge, Sie haben sich klar genug ausgedrückt. Wir werden nichts stehen. Ja, das hatte ich vergessen. Bei der anderen, also bei dem anderen Charakter. Aber wir gehen jetzt wieder weiter und gehen jetzt zur Klinik. Weil das ist... Oh, Moment. Weil wir müssen das jetzt unbedingt hier gerade bringen. Entschuldigung. Und wir gehen jetzt zur Klinik. Wenn wir jetzt soweit kommen. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Mechs handeln. Das Feld ist sicher! Ja, wunderbar, jetzt sind wir in Waffenspind. Jetzt haben wir erstmal die Hälfte geschafft. Gott sei Dank, wir sind jetzt erstmal durch. Ich brauche eine andere Schrotflinte, die ist viel besser, weil die mehr Schusskraft hat, also mehr Munition. Oh mein Güte. Platten, Geld, Forschungsdaten, Palladium, wunderbar. Nein, Emotional ist für Menschen giftig, also keine Option, keine Option. Oh, wir können jetzt uns was leisten, das ist ja interessant. Munition. Und wieder eine medizinische Kiste. Ja, interessant. Haben wir ein bisschen hier ausgeplündert. Professor Morden Solis? Kein Einheimischer. Zu gut bewaffnet für Flüchtlinge. Keine Söldneruniform. Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier. Roger? Beseitigung? Unwahrscheinlich. Roger nur Symptom, nicht Ursache. Die Seuche? Untersuchung möglicher Biowaffe? Nein.
Zu viele Waffen. Zu wenig Gerätschaften zur Datensammlung. Soldaten. Keine Wissenschaftler. Gedungene Mörder vielleicht. Auf der Suche nach jemandem? Ja, aber nach wem? Muss wichtig sein. Wertvoll. Kennt Geheimnisse. Jemand wie? Nur die Ruhe, Morden. Ich bin Commander Shepard und ich habe nach Ihnen gesucht. Ich bin mit einer sehr wichtigen Mission betraut und brauche Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Haben Sie je von einer Organisation namens Cerberus gehört? Wege haben Sie schon gekreuzt. Dachte, Sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Meine Mission ist das Ausschalten der Kollektoren und ich brauche Ihre Hilfe. Kollektoren? Interessant. Solche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren, eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie, haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst solche aufhalten. Habe bereits Heilmittel. Muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum. Wird von Vorscher bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich übernehme das und kümmere mich um die Vorscher. Was zum Teufel war das? Die Vorscher haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Vorscher als praktisch erweisen. Eines noch, Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Vorscher, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft. Ich habe in der Nähe des Eingangs zu diesem Bezirk ein batarianisches Seuchenopfer gefunden. Können Sie ihm Hilfe schicken? Riskant. Blue Suns und Vorscher kämpfen noch. Bezirk nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Dann auf zur Umweltanlage. Handkanone M6 Carnfex. Erhalten, die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Also haben wir eine neue Waffe bekommen von den Blue Suns. Dafür haben wir ein bisschen Erfahrung bekommen. Jetzt müssen wir mal Daniel finden. Und dann noch haben wir noch 7 Vorbildspunkte dazu bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, das hier zu hören. Es geht weiter mit unserer Mission. Schwere Waffen! Gleich wird's heiß! Und los geht's. Mit einem schönen Überraschungsangriff machen wir sie klar. Alter, das wäre jetzt fast knapp jetzt wieder. Das nächste Mal werde ich die Brandmunition forschen. Der fliegt schön. Nichts schlecht.
Nicht schlecht. Okay. So, wir gucken uns erstmal hier in aller Ruhe rum, ob wir ein paar Türen, ob wir mal hier eine Tür hacken können. Weil ansonsten gehe ich dann weiter. Nein, scheint so, dass hier nichts ist. Das ist doch so ein Mist. Mann. Ah, hier ist eine medizinische Station. Kurz mal öffnen. Und Credits. Ist hier irgendwas? Was ist das? Ein Spiel? Ein Terminal. Ah, das ist doch interessant. Ein Spielterminal. Den ich vergessen habe. Das ist ja interessant. Ja. Ah, ups. Fuck, Mann. Ah, nochmal Schweine ab, ey. Ja, da vergisst man ja wirklich sehr viel hier. Wir gehen jetzt wieder, jetzt gehen wir weiter. Noch ein Ding zum Hacken, nein. Meine Fresse. Bitte, ich sage die Wahrheit. Ich arbeite in der Klinik für Morden. Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Wir wissen, dass Sie das Seuchenvirus verbreiten. Wir haben die Ampullen in Ihrer Tasche gesehen. Nein, die Ampullen enthalten das Heilmittel. Bitte, Sie müssen mir glauben. Vielleicht sollten wir Ihnen die Finger abschneiden. Das löst normale Achtung. Keine Bewegung. Nur einen Schritt und wir legen Ihren Freund um. Ich weiß, dass Sie Angst haben vor dem Borcha, vor der Seuche. Aber dieser Mann trägt daran keine Schuld. Wenn er das Virus verbreitet, was will er dann im Gebiet der Borcha? Die sind dagegen immun. Er hat recht. Das ergibt keinen Sinn. Wenn wir den Gefangenen freilassen, können wir also gehen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Lasst ihn gehen. Sie haben bekommen, was Sie wollten, Mensch. Können wir jetzt gehen? Wir hatten einen Deal. Rechtschaffenheit bei Menschen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Danke. Ich dachte wirklich, es wäre um mich geschehen. Hat Mordin Sie auf die Suche nach mir geschickt? Der Professor könnte Ihre Hilfe gerade jetzt gut brauchen. Er hat zu viele Patienten und nicht genug Freiwillige. Ja, in Ordnung. Ich mache mich sofort auf den Weg. Vielen Dank nochmal. Ich schulde Ihnen, naja, alles. Vorbild plus 5, das ist interessant. Und wieder 100 Credits. Also sehr gut, dass man das hier... Feinde! Hallo! Da muss ich mit der Sniper jetzt herum. Das war jetzt ein Headshot. Komm hier rüber! Jetzt machen wir euch fertig! Mm-hmm.
Ja, das ist scheiße, dass man keine Brandmunition hat, ey. Brennt schön, ihr Bastarde. Brennt! Granatwerfer lässt grüßen. Wir sind in der Nähe der Umweltsteuerung. Wir bringen das Heilmittel rein und schalten die Ventilatoren ein. Was wollen die Kollektoren? Kollektoren wollen solche. Sie arbeiten für Doktor. Maschinen anschalten. Heilmittel in Luft bringen. Wir sie vorher töten. Habe ich gewusst, dass er hier für die Kollektoren arbeitet? Komm hier rüber. Das Heilmittel ist drin. Sobald die Ventilatoren laufen, haben wir es geschafft. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Habt ihr erwischt! Ich habe die Kontrollen der Ventilatoren lokalisiert. Es gibt zwei. Eine auf jeder Seite des Raums, in dem sie sich gerade befinden. Das war jetzt perfekt. Das war jetzt gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Geil, okay. Sonst gehört er bei euch. Oh! In die Eier geschossen! Geil! Okay.
Wunderschön. Mal Ventilatoren laufen. Das war's dann wohl. Umweltsysteme aktiviert, Virusdichte in der Luft sinkt, Patienten erholen sich, die Worte ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Auch ich möchte Ihnen danken. Diese Batarianer hätten kurzen Prozess mit mir gemacht. Für einen Moment dachte ich, sie würden sie erschießen, obwohl sie mich bereits freigelassen hatten. Ich habe versprochen, sie zu verschonen, wenn sie sie gehen lassen. Und ich halte meine Versprechen. Sie haben Gnade gezeigt. Riskant. Ich hätte sie erledigt. Professor, wie können Sie so etwas sagen? Sie sind Arzt. Ihr ganzes Streben besteht darin, Leuten zu helfen. Es gibt viele Arten, Leuten zu helfen. Manchmal heilt man Patienten, manchmal tötet man gefährliche Individuen. Beides hilft. Sehen Sie nach den Patienten. Es gibt viel Arbeit. Und denken Sie über meine Worte nach. Guter Junge, etwas naiv. Er wird es lernen. Ich übergebe ihm die Klinik. Er müsste das schaffen, jetzt, wo die Worte weg sind. Wir haben die Seuche besiegt. Werden Sie uns nun dabei helfen, die Kollektoren aufzuhalten? Ja, es ist unerwartet, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Freue mich darauf. Ich werde mich kurz umsehen. Sie hatten recht, Wigmore. Er hat dafür gesorgt, dass wir hier sicher sind. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir in diesem Apartment geblieben wären. Kurz wissen, ob man das erledigt. Die Watcher sind weg. Da sollten die Blue Suns wieder die Kontrolle über den Netzwerk übernehmen können. Dann wird wieder alles normal. Gut, dann gehen wir. Muss noch Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Freue mich darauf. Wir brechen auf. Wir sehen uns auf der Normandie. Mission erfüllt. Stufenaufstieg. Dr. Morden Solis für das Team rekrutiert. Analyse des Heilmittels für die Omega-Seuche bestätigt. Genie von Dr. Solis und falls nötig kann seine Arbeit auf Omega auch als Druckmittel gegen Aria benutzt werden. Eine neue Waffe und neue Forschung, Medical-Kapazität und unser Credits sowie Element Zero und andere Ressourcen, die man kennt. Ja, da habe ich ja ganz schön viel was vergessen, wo ich das gespielt habe. Bis gleich. Guten Morgen, Professor. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Unerwartet. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum? Weg vom menschzentrischen Weltbild? Belügen Sie sich nicht selbst, Professor. Für den Unbekannten kommen die Menschen nach wie vor an erster Stelle. Aber diese Mission ist zu schwierig, um sie alleine zu meistern. Die Kollektoren entführen Kolonisten der Menschen in den Randbereichen des Terminusgebiets. Keine gewöhnlichen Entführungen. Für gewöhnlich brauchen sie mich nicht. Ganze Kolonien verschwinden spurlos. Es gibt keine Notsignale und keinerlei Hinweise auf irgendeinen Angriff. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein. Dabei. Sie müssen hier nicht rumsitzen und raten. Wir haben Proben von einer der betroffenen Kolonien. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, wie die Kollektoren es angestellt haben. Ja, natürlich. Proben analysieren. Werde dazu ein Labor. Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solis. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Pilot? Nein. Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es... Nein. Vielleicht. Muss fragen. Ist es eine VI? Dieses Schiff verfügt über eine virtuelle Intelligenz. Eine VI an Bord? Nichtmenschliche Crewmitglieder? Cerberus muss verzweifelter sein, als ich dachte. Die Kollektoren haben Zehntausende von Kolonisten entführt. Wir tun alles, was nötig ist, um sie zu finden und die Sache zu beenden. Ja, natürlich. Können nicht riskieren, wie die Kolonisten gefangen zu werden.
Müssen Technologie identifizieren und neutralisieren. Brauche Proben. Wo geht's zum Labor? Folgen Sie mir, Professor. Und damit haben wir schon wieder Vorbildspunkte bekommen. Und wir haben sogar einen Stufenaufstieg bekommen. Das ist wunderbar. Damit ist die Mission eigentlich schon erfüllt. Unser nächster ist jetzt der Archangel, aber solange ich noch Ressourcen brauche, werde ich erstmal den ganzen Planet besuchen, dann auf dem Weg zur Zitadelle mal machen und das und seht ihr dann irgendwann im nächsten Part von Mass Effect 2. Ich melde mich ab, bis zum nächsten Mal, euer Sound. Tschüss!